Die CDU Baden-Württemberg hat den Ansatz, mitten im Leben zu stehen und die gesellschaftspolitischen Themen, die uns bewegen, auch auf die Tagesordnung zu setzen. Unser Land steht vor dem demografischen Wandel. Wir haben einen eklatanten Fachkräftebedarf zu decken und Frauen stehen zur Verfügung, denn Frauen sind hervorragend ausgebildet in Baden-Württemberg, aber sie arbeiten überwiegend in Teilzeit. Das heißt, wir müssen die Potenziale, die unser Land bietet, nutzen, um unser Land auch weiterhin erfolgreich in der Wirtschaft dann zu positionieren. Und wir haben heute, denke ich, die Rahmenbedingungen diskutiert, die erforderlich sind, damit Frauen ihre Berufstätigkeit auch leben können, Beruf und Familie vereinbaren können. Dazu spielt das Thema Kinderbetreuung, aber nicht nur im Bereich der unter 3- oder unter 6-Jährigen eine Rolle, sondern vor allen Dingen dann auch der Übergang zur Schule. Ganztagesangebote, Ganztagesschule sind hier wichtige Themen und ich bin froh, dass wir zu der Erkenntnis gelangt sind, dass wir mehr Grundschulen im Ganztagesschulbetrieb benötigen. Aber das reicht nicht aus. Frauen müssen auch ihren Willen klar erklären. Sie müssen karriereorientiert ihr Leben in die Hand nehmen und das heißt mit entsprechend Selbstbewusstsein auch an die Arbeitgeber, an ihre Vorgesetzten herantreten, um dann auch ihre Perspektiven zu nutzen. Und zuletzt ist natürlich ein aktuelles Thema besonders heiß, aber nicht einmal so sehr kontrovers diskutiert worden, nämlich es um die Stärkung von Frauen in Führungspositionen geht, in Aufsichtsräten, in Vorständen. Das Thema lautet, brauchen wir Quoten für Aufsichtsräte, brauchen wir gesetzliche Vorgaben oder kommen wir mit Selbstverpflichtungen und Appellen weiter voran? Ich fand besonders interessant, dass ein herausragend großes deutsches Unternehmen mit Sitz in Baden-Württemberg, nämlich Daimler, hier zeigt, dass sie mit verbindlichen Vorgaben in ihrem Unternehmen in die unterschiedlichen Bereiche hinein durchaus Positives bewirken. Sie verbinden es auch mit entsprechenden Boni für die Führungskräfte, wenn sie die Zielvorgaben einhalten und erreichen. Das heißt, das, was wir in Unternehmen praktizieren, könnte auch Vorbild für gesetzliche Vorgaben sein. Ich bin gespannt, wie wir diese Diskussion weiter bestehen. Aber insbesondere von europäischer Ebene entsteht Druck, Druck auch auf Deutschland, aber nicht im Sinne von negativem Druck, sondern im Interesse des Wirtschaftsstandorts Deutschland, des Wirtschaftsstandorts Europa im internationalen Wettbewerb. Also wir haben viel zu gewinnen und jetzt gilt es, den Gipfelsturm zu wagen. Die CDU ist eine extrem lebendige Partei, eine Partei, in der die Interessen, die Anliegen nicht nur zur Sprache kommen, sondern in der Frauen auch ihre Chancen nutzen können. Wir haben enormes Potenzial nach oben, insbesondere wenn es auch um die Positionierung in Ämtern und Mandaten geht. Aber das heißt, wir brauchen auch die qualifizierten und engagierten Frauen. Also fühlen Sie sich angesprochen, machen Sie mit. Sie sind herzlich willkommen.